Hallo und herzlich willkommen, liebe Hertha-Fans. Da sind wir auch schon live hier aus Spanien, aus dem Trainingslager in der Nähe von Alicante, aus der Pinatar Arena. Gute 2000 Kilometer hier von unserer Geschäftsstelle entfernt. Und da sind wir heute mit unserem Testspiel gegen den belgischen Vertreter KV Mechelen. Freut mich sehr, dass hier so schon auch richtig viele wieder mit dabei sind. Gute 1000 Leute habe ich jetzt hier gerade gesehen, die einfach schon direkt auf das Testspiel warten. Ein paar Minuten brauchen wir noch, aber gleich geht's dann auch schon los. Kann ja an der Stelle auch noch mal kurz, einfach weil wir die Möglichkeiten haben und damit sich das auch noch mal ordentlich klärt. Zack, einmal kurz rübergewunken, Hallöchen. Schöne Grüße nämlich aus Berlin. Da bin ich ja noch und schick hier quasi das Signal direkt so weiter. Also die Jungs sind ja gerade, wie gesagt, in Spanien unterwegs. Im Trainingslager sind da fleißig am Ackern und am Tun. Und ich sitze dann jetzt hier eben im PK-Raum und kommentiere das Ganze einfach von hier. So, gehen wir doch an der Stelle auch direkt mal auf unsere Startelf ein. Können wir doch schon mal anfangen. Im Tor wird nämlich Marius Gersbeck heute stehen. Und dann gehe ich einfach mal die Rückennummern durch. Da haben wir mit der Nummer 5 Andreas Buchalakis, die 6 Miki Karbovnik, die 7 FN7 Florian Niederlechner, der ist auch heute erstmal der Kapitän. Die Nummer 9 Smail Previak ist mit dabei, die 16 Jonjo Kenny, mit der 20 Marc-Oliver Kempf, die 25 Haris Fluppe Tabakovic, die 31 Marton Dardai, die 41 Pascal Clemens und mit der 44 Linus Gechter. Zu den Auswechselspielern können wir ja später dann noch kommen. Dauert ja dann da auch noch ein bisschen, aber da wird ja dann wahrscheinlich später auch munter durchgewechselt. Deswegen gucken wir einfach auch mal, wie das Spiel heute so vonstatten geht. Gerade auch, wie das von der Aufstellung her auch aussieht, ist natürlich auch wieder wichtig. Jetzt gerade vor kurzem gegen Aue in unserem ersten Test des Jahres, da haben wir mit so einer Fünferkette gespielt. Und wenn man sich diese Aufstellung mal so ansieht, also gerade mit den ganzen Verteidigern, die wir da haben, damit wird es höchstwahrscheinlich doch auch wieder eine Fünferkette. Mal sehen, ob das jetzt erstmal so ein Ding ist, was wir einfach nur mal ausprobieren, ob so provisorisch einfach nur ist oder ob es tatsächlich denn vielleicht auch gegen Düsseldorf in gut anderthalb Wochen, ob wir denn da auch mit dieser Fünferkette spielen. Mal schauen. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne mal Bescheid geben, ob wir hier noch ein bisschen am Ton schrauben müssen. Ich glaube, jetzt ist gerade im Stadion auch noch nicht so viel los. Eben lief da auch noch ein bisschen Musik, das haben wir dann erstmal ein bisschen runtergefahren. Aber falls ihr irgendwie gleich sagt, ey Mensch, das ist vielleicht noch ein bisschen zu leise von der Atmosphäre her oder so, oder ich bin zu laut oder ich bin zu leise, einfach Bescheid geben. Gar kein Problem. Ein Spieler wieder dazu. Gut, den haben wir heute mal ausnahmsweise nicht mit dabei. Aber an der Stelle, auch wenn wir jetzt hier gerade schon die Gladiatorenmusik hören, dass die Spieler gleich raufkommen, an der Stelle können wir auch schon mal sagen, dass wir morgen auch zur Mittagszeit ungefähr, so ab 12 Uhr, dass wir da auch einen Twitch-Stream wieder haben. Und dass da höchstwahrscheinlich, dass da Benze Dardai mit dabei ist. Aber da werden wir später auch nochmal ganz gepflegt auf Insta ein bisschen Werbung für machen, damit ihr da auch schon eure Fragen reinschicken könnt und dann quatschen wir morgen einfach mal mit Benze Dardai. So, da sind sie doch auch schon. Heute in unserem Auswärtstrikot. Mechelen im gewohnten Gelb-Rot. Und unsere Truppe, wie gesagt, heute angeführt von Florian Niederlechner. Auch schöne Grüße an unseren Kollegen von Hertha TV. Natürlich da auch fleißig mit der Kamera wieder mit dabei ist. Kann alles noch ein bisschen lauter. Das ist doch mal ein Statement. Ich einfach mal mein Mikro hier ein bisschen hoch. Mal das schon mal. Zack. Atmo auch noch mal ein bisschen hoch. Haben wir das auch. Sind ja hier interaktiv unterwegs. Und dann schauen wir doch mal, was hier heute passiert. Ich bin gespannt. Und schöne Grüße natürlich auch an Splash Bruder, den ich jetzt auch gerade im Chat sehe. Absolute Legende. Schöne Grüße.
Ansonsten habt ihr auch schon in unseren anderen Videos gesehen. Die Jungs ackern. Torschüsse haben sie geübt an der letzten Challenge, die man da sich in dem Video noch von gestern reinziehen kann. Toni hat ja auch schon fleißig das Hotel gezeigt. Und ansonsten wird sich da ordentlich vorbereitet. Am Samstag geht es ja dann auch noch gegen die Glasgow Rangers. Und dann, wie gesagt, eine Woche danach geht es dann ab zu Hause. Rückrundenstart gegen Fortuna Düsseldorf. Mein letzter Stand ist, dass da auch, ich glaube, so gute 14, 15 Grad jetzt gerade so in Spanien sind. Bei uns ist ja in Berlin eiskalt. Da haben sie es natürlich schon mal ein bisschen schöner und angenehmer. Aber ich habe es beim letzten Spiel gegen Aue auch schon gesagt, hoffen wir doch jetzt einfach mal, dass wir dafür ein herzerwärmendes Spiel sehen. Könnt weil ich hier die Frage gerade im Chat sehe, auch sehr, sehr gerne eure Tipps mal reinschreiben. Mechelen, wie gesagt, aus der ersten belgischen Liga, sind da auf dem 10. Platz. So zur Einordnung und dann könnt ihr direkt mal reinschreiben, was ihr so tippt. Hier direkt in den ersten paar Sekunden sehen wir ja auch schon, dass es dann in Ballbesitz diese Dreierkette eben ist. Da ist Martin Dardai, dieser Libero sozusagen. Rechts von ihm ist dann Linus Gechter, links von ihm ist dann Kempfi. Und die Schienenspieler, Miki Karbovnik, Jonjo Kenny, die werden dann rauf und runter ackern. Einsatz hier eigentlich von Passi. Ist eben auch nochmal schön, gerade wenn dieses Stadion eben nicht so groß ist, dass man da auch wirklich sämtliche Ansagen mithört. Dass es dann natürlich auch mal ein bisschen lauter wird. Die Flanke geht erstmal ins Nix. Ja, ansonsten so zum Personal heute. Toni erstmal nicht mit dabei. Der ist ein bisschen angeschlagen. Gespannt, ob wir in der zweiten Halbzeit auch Boris Loom sehen, den 16-Jährigen, den Jugendspieler, den wir ja auch mal mitgenommen haben. Ein Mann fürs defensive Mittelfeld. Kann durchaus mit dem Ball umgehen, ist aber auch ein Kämpfer. Also der hat jetzt in seinen Ligaspielen auch schon 9 gelbe Karten gesammelt jetzt in der Hinserie. Ist ein Beißer. Hier sehen wir es dann schön, gerade so dieser Dreierangriff mit FN7 in der Mitte. Über links kommt dann Haris Tabakovic, über rechts Mai Previak. Könnte mir aber auch vorstellen, dass sie da immer mal wieder so ein bisschen durchwechseln. Auch schön die Ansagen von Paul. Dass eben schon ein bisschen Druck gemacht wird. Auch nicht zu viel erstmal, damit man hier nicht gleich überpowert. Aber so reicht es ja hier schon mal.
Ja, mal schauen, was jetzt hier mit, weil hier die Frage gestellt wird, was mit Tjark ist. Ist gar nicht mal, ob der für die zweite Halbzeit eingeplant ist, sondern dass man daher guckt, okay, die anderen können sich dann auch mal zeigen. Deswegen ist ja Marius Gersbeck jetzt auf jeden Fall schon im Tor. Vielleicht ist dann Tim Goller der Mann für die zweite Halbzeit. In den 80er Jahren auch so eine richtig gute Phase gehabt. Auch insgesamt schon viermal Meister geworden in Belgien. 1988 sogar den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Den gab es da damals noch. Und jetzt so in den letzten Jahren war so eine kleine schwierige Phase auch. Zwischendurch auch mit Abstiegen da zu kämpfen. Jetzt sind sie eben wieder in der ersten Liga, wie gesagt, auf Platz 10. Hatten kurz vor Silvester auch 3-1 noch verloren erst. Waren sie jetzt nicht so gut drauf. Der Trainer Besnik Hasi ist auch erst seit November im Amt. Also er wurde auch dann zwischendurch mal gewechselt. Und jetzt hier vielleicht wieder mal so die erst richtige Flanke da von Jonjo. Ah, geht leider nicht mal zur Ecke. Auch da wieder die Ansage, enger zusammenbleiben. Das ist das Wichtigste, dass nicht ein paar rausstürmen, weil sonst die Lücken einfach viel zu groß wären. Deswegen schön kompakt in der Mitte, sehen wir hier auch bei Smaj Previak, der schön mit rüberzieht. Jetzt wird insgesamt verschoben. Hier macht sich auch schon so ein bisschen bemerkbar, so in den ersten 6-7 Minuten, dass wir Mechelin da ruhig auch erstmal diesen Ball überlassen. Aber das Wichtige ist, dass wir dann halt eben selber ordentlich auch defensiv stehen, dass wir die Räume so eng machen, dass sie da hinten mit dem Ball machen können, was sie wollen. Aber dass sie halt eben nicht allzu sehr in unsere Hälfte kommen. Hier sieht man es eben, hier wird so gut verschoben. Klar hat Mechelin die ganze Zeit den Ball, aber sie kommen eben auch nicht weiter nach vorne. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz. Ein guter Seitenwechsel, aber der Ball rein ist dann nicht so gut. Den fangen wir ab. Auch ganz schön, weil wir ihn hier gerade im Bild gesehen haben, der heutige Kapitän Flo Niederlechner. Hatte vorher noch geschrieben auch, dass er heute eben nicht leider als Co-Kommentator dabei sein kann. Ich dann meinte, ja gut, ist ärgerlich, aber muss halt auch selber spielen. Aber ich finde, das hat er gegen Aue auf jeden Fall ziemlich gut gemacht. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Gegangen. Da haben wir ein
bisschen zu lange gebraucht. Da war Haris Tabakovic dann eher alleine unterwegs. Gut, jetzt verlagert hier von Flo Niederlechner. Das geht dann Jonjo Kenny mit. Aber Mechelin ist dann natürlich auch gut aufgestellt. Sehen wir hier auch, sind alle komplett hinterm Ball, verschieben gut. Da müssen wir erstmal die richtige Lücke finden. Der Coach bei Mechelen gerade ein bisschen lauter geworden. Ja, da kommen wir nicht ganz hinterher. Das war jetzt nicht so sauber gespielt. Ja, die Flanke rein, da ist aber Martin da, der klärt das Ding. Da müssen wir natürlich schauen, dass wir da einfach schneller umschalten. Das ist einfach, glaube ich, der Formation dann auch geschuldet. Wenn wir dann eben hinten sind mit 5 Leuten, den Ball erkämpfen, dass wir dann aber wiederum so schnell umschalten, dass wir dann auch genügend Leute vorne wiederum haben. Sonst fehlen einfach die Anspielstationen. Schade, ich dachte, er kommt an. Linus Gechter wieder gut aufgepasst. Und da leider wieder ein bisschen unsauber. Aber das hatte ich gegen Aue auch schon gesagt. Wichtigste ist, dass sich hier in diesen Spielen halt eben keiner verletzt. Das ist die oberste Prio. Und dass man dann eben versucht, die taktischen Ansagen vom Trainer gut umsetzen kann. Und dann eben lieber hier mal den einen oder anderen Fehlpass, auch wenn es natürlich so nicht schön ist, aber dann lieber hier als am Sonntag, wie gesagt, dann jetzt nicht diesen, sondern den darauf. Zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf. Wo wir natürlich unsere Serie hier auch weiter ausbauen wollen. 9 Pflichtspiele ohne Niederlage. Da wollen wir dranbleiben, damit wir eben auch doch vielleicht oben noch irgendwie mit angreifen können. Und um da vielleicht auch ein bisschen Mut zu machen. Ich habe letztens so eine Statistik gelesen, dass es eben vor unserer Hertha jetzt, wenn wir es denn irgendwie so schaffen sollten, aber dass es davor auch schon 4 Mannschaften gab, die auf dem 7. Tabellenplatz oder sogar schlechter nach der Hinserie standen und am Ende dann doch noch aufgestiegen sind. Also Bremen hat das vor 2 Jahren geschafft, Paderborn sogar 2-mal und Nürnberg. Das ist dann allerdings auch schon wieder 16 Jahre her. Aber möglich ist alles. Den YouTube-Chat direkt mit offen. Deswegen einfach mal schöne Grüße nach Hamburg. Das ist doch wunderbar. Auch da kann es ja Hertha-Fans geben.
Ganz egal, wo ihr herkommt oder wo ihr gerade lebt. Ja, jetzt der gute Seitenwechsel. Kriegen wir da vielleicht mal die Flanke hin? Da kommt sie nämlich. Nochmal rein damit. Und da ist leider die Fahne oben. Das Tor zählt nicht. Smail Previak war es, glaube ich. Oder Flo Niederlechner, habe ich nicht ganz genau gesehen. Aber war leider doch abseits. Vielleicht gibt es da gleich nochmal eine Wiederholung. Vielleicht auch nicht. Und wenn ich das jetzt hier auch gerade sehe, ob es gegen Düsseldorf einen Vlog gibt, tatsächlich leider nicht. Weil ich mir da auch eher vorgenommen habe, dann zu den Auswärtsspielen mit dabei sein, dabei zu sein. Also wird es dann wahrscheinlich eher gegen Wiesbaden was. Und ich denke mal, das Pokalspiel gegen Kaiserslautern werde ich mir dann auch nicht entgehen lassen können. Also gute Viertelstunde jetzt gespielt. Eben gerade quasi die beste Chance eigentlich, auch wenn es dann abseits war. Aber ansonsten merkt man schon, dass hier eben versucht wird, vier umzusetzen. Dass man dieses Verschieben richtig drin hat, das Rausrücken, das Pressen, alles was dazu gehört, dass man eben den Ball erkämpft und genau in diesen Situationen den Ball auch hält. Und dann auch so ordentlich wieder verteilt, dass wir dann auch schnell nach vorne kommen. Das niemals Torschuss. Marius Gersbeck direkt. Den hat er sicher. Bis jetzt noch nicht groß was zu tun. Sehen wir es hier auch, dass Mechelen da mal so ein bisschen herausrückt. Ist jetzt nicht dieses extreme Pressing, aber sie kommen schon ziemlich nach vorne, um es alles ein bisschen zuzustellen. Aber wenn wir es jetzt da eben hinkriegen, dass wir vielleicht einmal so ein, diese erste Ebene da überspielen können, dann haben wir vielleicht auch ein paar mehr Freiräume. So ein bisschen unsauber eben gespielt bei Mechelen, aber das ist eben im Trainingslager halt völlig normal. Da sind die Beine schon ein bisschen schwerer von den ganzen Trainingseinheiten. Und die Verantwortlichen, die Trainer, die werden es da auch schon ordentlich analysieren, was jetzt da auch schon alles gut geklappt hat, was vielleicht noch nicht so geklappt hat. Ja,
so finde ich, dass hier eigentlich schon ganz gut verschoben wird. Klar, jetzt ist hier wieder ein bisschen mehr Platz. Aber wenn wir den dann auch wieder ordentlich abfangen, dann passiert da gar nichts. Aber eben offensiv dann auch nicht. Stehen wir defensiv gut, kriegen es dann aber noch nicht so gut umgeschaltet. Das ist die Flanke, aber der geht auch wieder hinten durch. Hier Haris Tabakovic auch mal nach hinten. Das gehört dann eben auch mit dazu. Das, was ich schon anfangs meinte. Klar hat Mechelen hier viel Ballbesitz, kam bis jetzt aber noch nicht so richtig nach vorne. Auch den hat Marius. Aber ich habe eben auch das Gefühl, dass es jetzt nicht so ist, dass uns Mechelen hier einfach nur durch die Gegend laufen lässt und wir da nicht richtig hinterherkommen, sondern dass sie eben einfach nicht diese richtigen Lösungen da finden, gerade gegen unsere Defensive, und wir das einfach nur richtig gut zumachen. Da eben die Ansage, dass sie ihn da doch ein bisschen weiter zurückrücken. Dann müssen wir hier vielleicht auch ein bisschen mehr Kreativität mit reinbringen. Vielleicht mal mit so einem langen Ball. Ja, der kommt leider nicht an. Und den Schrei hat man auch ohne Mikrofon hier bis nach Berlin gehört. Das ist dann eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn der Gegner ziemlich viel Pässe hin und her spielt und dann irgendwann eben diesen langen Ball spielt, einfach weil gar keine andere Idee da ist. Jetzt da leider der Fehler. Oh, jetzt die Möglichkeit für Mechelen. Und da ist dann leider doch auch schon der Gegentreffer. Das ist 1:0 für Mechelen, das ist die 77. Patrick Pflücke. Auch ein Deutscher da im Kader von Mechelen. Einer von zweien. Der andere ist Leon Lauterbach, der vor der Saison noch aus Eintracht Braunschweig kam. Aber Patrick Pflücke hier mit dem 1:0. Aber da haben wir leider auch selber wieder den Ball ganz schön vertändelt. Thank you.
sind eben diese Bälle, die dann ziemlich wehtun. Die dann gefühlt auch so ein bisschen auf die Moral gehen, wenn dann diese Offensivaktionen eben noch nicht so richtig klappen. Und dass, wenn man es dann aber mal probiert, dass man doch diesen tödlichen Pass spielt, dann ist der bisher leider noch nicht so gut angekommen. Also das muss man schon ein bisschen verbessern. Berzbeck wieder. Ich kann das jetzt ja hier wieder ein bisschen nutzen. Das aussehen. Das sind die Kombinationen, die wir brauchen. Jetzt der schöne lange Ball. Der kommt an. Und Niki Karbovnik zieht auch das Foul hier dann mal. Man hat es gerade auch schon gesehen. John Joe Kenny auch direkt wieder unterwegs. Der Mann für die Standards. Sind mit vorne. Wenn er gut kommt, muss man einfach nur seine Birne reinhalten. Auf zwei kommt der. Den auch noch mal rein. Ah, schade, da wäre, glaube ich, mehr drin gewesen. Schade. Das können wir uns hier gerade mal so ein bisschen in der gegnerischen Hälfte festsetzen. Der Ball geht dann aber direkt in die Arme. Das ist natürlich ärgerlich. Manchmal ist ja so ein Gegentor vielleicht auch so ein kleiner Wachmacher. Setzte sich auch gut durch. Vorsicht. Und da ist dann auch schon direkt das 2:0 für Mechelen. Wieder Pflücke. Und da haben wir
tatsächlich auch gerade gesehen, wie es dann eigentlich funktionieren kann. Den Ball gehalten, dann aber das Tempo dann doch mal verändert. Der lange Ball, er setzt sich außen durch und spielt ihn dann einfach in den Rückraum. Das ist geradlinig, zielstrebig gespielt. Und wir kriegen es nicht so richtig verhindert. Gespielt, jetzt vielleicht die Seite verlagern. Aber hier sehen wir es eben auch wieder. Es mechelt dann einfach sehr schnell mit der gesamten Truppe auch wieder hinterm Ball, dass es uns dann schwerfällt, da auch überhaupt die Lücke zu finden. Und da gehen sie eben auch ziemlich schnell drauf. Ansonsten Mechelen auch mit ziemlich vielen Jungspielern mit dabei. Auch in der Mitte die 34, das ist einer davon, das ist Mukau. 19 Jahre erst alt. Von Jong, KV Mechelen hochgekommen. Also quasi aus dem Jugendbereich. Seitenwechsel kommen. Ein bisschen zu lang. Das ist ein Testspiel, wird jetzt hier als Foul gegeben. Buchalakis ist auch nicht ganz zufrieden hier gerade. Gespielt. Der Torabschluss, den hat Marius Gersbeck dann aber. Das ist nämlich ja auch gerade einer von diesen Jungspielern, da mit der 28, das ist Frederik Suel. Auch erst 18. Wir laufen uns da fest. Kriegen wir nicht so diese überraschenden Bälle gespielt.
jetzt vielleicht mal. Das ist Miki Karbovnik. Gute Möglichkeit. Da kommt der Nachschuss. War das abseits? Ja, leider. Wird zwar auch abgewehrt, aber trotzdem wenigstens mal eine gute Möglichkeit. Bin ich ja selber schon ganz happy, dass man auch jetzt gerade im Trainingslager endlich so diese Langzeitverletzten auch mal wieder mit dabei hat. Also ein Palko Dade, der wieder mit trainiert. Jeremy Dudziak, Ibo Masa, die dann viel am Ball machen. Das ist so ein Testspiel schon noch ein bisschen zu früh. Aber dass sie da zumindest so wieder mit trainieren können, das freut mich sehr zu sehen. Gut spekuliert hier von Miki. Lange Ball. Den kriegen wir da hoffentlich mal festgemacht. Oh, das ist ein Foul. Für den direkten Schuss jetzt vielleicht ein bisschen weit weg, aber wir sind zumindest wieder in Strafraumnähe. Und können ihn vielleicht jetzt hier über Jonjo gefährlich reinbringen. So aus der Mitte ist natürlich eklig. Aber wenn wir den jetzt da links einfach mal rausspielen. Oder will Marton den schießen? Doppeltorschützen, Patrick Pflücke, vorher in der Schweiz gespielt. Den noch geklärt. Hier gibt doch die Ecke. Aber dann nehme ich das doch mit den langen Bällen einfach direkt mal zurück, denn die kommen gerade richtig, richtig gefährlich. Und die kommen absolut gewollt und nicht aus der Not heraus. Sondern da wird die Lücke dann hinten erkannt und einfach mal rüber gechippt. Das macht Mechelen echt gut gerade.
Oder könnte gefährlich kommen. Kriegen wir aber noch gelöst. Ja, schade. Gedanke war vielleicht nicht verkehrt. Kommen dann diese Langbälle leider nicht so gut an. Aufgepasst auf unser Einwurf. Da muss es sogar Abschluss geben. Haben wir leider jetzt gerade in der ersten Halbzeit einfach viel zu viele Ballverluste. Wir halten ihn erst in den eigenen Reihen, aber wenn wir dann so diese erste Linie überspielen, da kommen wir gerade nicht so richtig hinterher. Muss man schon sagen, Mechelen spielt sich hier immer besser ein. Hat eine gute Mischung zwischen kurzen Kombinationen und diesen langen Flügelwechseln oder den langen Bällen. Hier nicht auf die Zeit geachtet, aber ich glaube, Mechelen hat jetzt bestimmt schon weit über eine Minute den Ball. Spielen das hier gerade ziemlich souverän. Hat er gut aufgepasst von Marton. Kriegt er den Gegenspieler denn auf den Kopf? Zum Glück nicht so schlimm zu sein. Jetzt kriegen wir den Ball da nicht weg. Zumindest mal ein bisschen Ruhe wieder rein hier. Komm, komm, komm. Komm, komm.
Eine Minute wird nachgespielt. Da jetzt der Fehler. Smaj Brewiak kann sich da vielleicht durchsetzen. Flanke rüber. Und na gut, auch das können wir als Torschuss werten, aber so richtig gefährlich wurde es natürlich nicht. Schöne Grüße an Ole dahinter am Tor vom Social Media Team. Der lauert natürlich auch auf die Chancen, auf die Tore, die er denn da filmen kann für Social Media. Jetzt leider nur noch nicht so richtig dabei. Gerade da alles nicht so gut aus. Also muss man schon sagen, diese erste Halbzeit leider ziemlich ernüchternd. Aber man das natürlich nicht allzu hoch hängen darf. Ist ja wie gesagt immer noch im Test, da wird viel ausprobiert. Man ist im Trainingslager. Aber trotzdem, so die ein oder andere Tormöglichkeit hätte ich da schon gerne noch gesehen. Aber damit geht es jetzt erstmal in die Pause. 2:0 für Mechelen. Derzeit würde ich sagen, können wir einfach mal so ein paar Fragen hier aus dem Chat beantworten. Dann gehe ich darauf einfach mal so ein bisschen noch ein. Nutzen wir doch hier diese Viertelstunde. Mal gucken, was Paar hier für eine Ansage macht. Ob er vielleicht jetzt schon zur Pause auch wechselt, wie er wechselt. Hoffen wir doch mal, dass wir da in der zweiten Halbzeit vielleicht ein bisschen besser ins Spiel kommen, vielleicht sogar noch einen Anschlusstreffer hinkriegen. Und dann ist natürlich nach oben hin alles offen. Und so sieht's aus, weil ich jetzt hier gerade die Nachricht von Hannes im Chat lese. So sieht's aus, Testspiele sind zum Testen da. Ganz genau. Ja, Fabi Rehse ist, wie gesagt, noch ein bisschen angeschlagen. Ist jetzt auch erstmal in Berlin geblieben, damit er hier wieder ordentlich fit wird. Er ist dann eben nicht mit dem Trainingslager mit dabei. Und ja, weil die Frage ja hier auch immer mal wieder kommt, ja, Nader ist mit dem Kader. Er sitzt auch mit auf der Bank. Mal sehen, ob er sich da auch gleich mit warm macht, ob er vielleicht in der zweiten Halbzeit schon kommt. Vielleicht 45 Minuten spielt, vielleicht 30. Mal sehen, dass man da sich natürlich auch noch mal ein bisschen ausprobieren kann. Und Toni Leister ist mit im Trainingslager, ist aber da wiederum auch ein bisschen angeschlagen. Deswegen ist der heute auch nicht mit dabei. Und ja, ich bin hier in Berlin. Also wenn wir hier mal... Wo haben wir es denn... Übergehe und das hier mal so einstelle. Kann ich euch hier unten rechts mal mein kleines Kabuff zeigen. Hallöchen. Bin hier nämlich, wie gesagt, in Berlin. In der Geschäftsstelle im PK-Raum. Hab mir hier alles zurechtgebaut, dass ich das ganze Ding einfach von hier aus kommentiere. Aber ansonsten könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne euch auch so die ganzen Videos, die wir da jetzt schon rausgehauen haben, hier auf Hertha TV, auf YouTube, einfach mal gönnen. Ob es jetzt die Hoteltour ist mit Toni Leister und Jule, die sehr, sehr cool geworden ist. Dann die Torschuss-Challenge. Auch so ein kleines Trainingsvideo hatten wir ja dann auch schon mit dabei.
Also wie gesagt, da die Kollegen von Hertha TV und auch von Social Media, die geben weiter alles, dass ihr da ganz nah dran seid, dass ihr da auch gar nichts verpasst. Mal schön die Frage der Woche. Wird gerade die Frage nach der Dauer des Trainingslagers gestellt. Also Samstag ist wie gesagt noch unser letztes Testspiel, das ist die Generalprobe dann vor dem Rückrundstart. Also da Samstag um 16 Uhr, auch hier auf YouTube dann zu sehen. Da ist ja auch der Stream auch schon eingerichtet. Könnt ihr euch gerne eine Erinnerung schon einstellen. Samstag 16 Uhr gegen die Glasgow Rangers. Und dann am Sonntag geht es dann auch zurück. Dann wird ordentlich trainiert. Und dann geht es eben am Sonntag darauf zu Hause gegen Düsseldorf. Ja, sozusagen, genau. Jule hat beim Schnickschnack Schnuck gewonnen. Deswegen ist sie mit in Spanien und ich bin dann wiederum mit in der Kälte. Ach, das wurde tatsächlich einfach so aufgeteilt. Also da, klar will natürlich auch der eine oder andere immer noch mehr mit, aber irgendwann ist dann halt auch mal gut. Wir haben da eine gute Truppe da. Ein paar halten dann eben hier auch die Stellung. Und deswegen können wir auch an der Stelle auch nochmal ankündigen, ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, ist ja auch der ein oder andere Spieler noch hier, zum Beispiel Benze Dardai, schöne Grüße. Der ist eben ja auch noch mit in Berlin, ist ja denn hier auch im Aufbau und ackert hier fleißig im Gym und draußen und ist hier am Machen und am Tun. Und der wird dann eben morgen auch in unserem Twitch-Stream mit dabei sein. Also könnt ihr euch da auch schon mal eine Erinnerung einstellen. Morgen so ab 12 Uhr fangen wir da ungefähr an und Benze kommt dann eben nach seinem Training auch mit dazu. Könnt ihr Fragen stellen, dann können wir so mit Benze ordentlich quatschen. Und dann kann er da schön erzählen, wie weit er gerade ist und wie anstrengend die Trainingseinheiten sind. Da war ich heute eben auch mal mit dabei, aber dazu dann morgen mehr. Richtig, genau, einfach mal mich einwechseln, warum denn nicht? Und nee, also Flo Niederlechner, der ist dann leider nicht als Kommentator nochmal mit dabei. Aber ich hatte es schon gesagt, ich fand es Weltklasse, wie er das gegen Aue gemacht hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, er war absolut entspannt. Aber der hatte mir eben auch auf Insta dann vorher schon geschrieben und hat gesagt, ach Mensch, schön, dass ihr streamt, aber ich kann leider nicht mit dabei sein. Aber dann vielleicht ein anderes Mal wieder. Oh, Paul, gute Frage. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Pokal schon ausverkauft ist. Also ich glaube, eigentlich ein paar Tickets sollten noch frei sein. Ich glaube, es wird gerade auch noch geprüft, ohne dass ich das jetzt sicher weiß. Aber wie es denn da eben mit diesen Blöcken aussieht, wenn jetzt die Anfrage doch so groß ist, könnte ich mir vorstellen, dass da noch Blöcke geöffnet werden, wenn nicht sowieso schon alle offen sind. Aber das ist eine gute Frage. Das kann ich gerne mal in Erfahrung bringen und dann können wir morgen bei Twitch drüber sprechen. Ist ausverkauft. Na siehste. Also das hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können, ehrlich gesagt. Nach dem Hamburg-Spiel habe ich immer noch Gänsehaut. Und da müssen wir einfach das Stadion komplett voll machen gegen Kaiserslautern. Auf den Rängen alles geben, dass die Mannschaft alles gibt. Und dann haben wir da hoffentlich auch wieder so einen unvergesslichen Abend, dass wir dann da hoffentlich ins Halbfinale einziehen. Oh, Usan, das läuft auch über den Hertha BSC Twitch-Kanal. Also da auch der offizielle Account. Könnt ihr gerne schon mal folgen. Und da geht es dann eben morgen ab. Und auch hier gute Frage, genau. Also wir werden den Stream auf Twitch wahrscheinlich dann auch im Nachhinein nochmal online stellen. Könnt ihr mir aber auch vorstellen, dass wir dann auch das Gespräch mit Benze auch so komplett nochmal rausschneiden, dass wir es dann auch bei YouTube hochladen, so wie wir es auch schon beim Athletiktrainer Henrik Kuchno gemacht haben.
Das hat ja auch Spaß gemacht. Vielleicht auch sehr interessant, was er da so erzählt hat. Also wenn man da mal nichts vorhat, schöne Badewanne einlassen und dann erstmal 45 Minuten den Talk mit Henrik Kuchnow gönnen. Und dann schauen wir mal, wie lange Benze morgen mit dabei ist. Aber auch da wäre ja Quatsch, wenn wir das nicht wirklich auch bei YouTube hochladen. Jörn fragt nach einem Vlog gegen Düsseldorf. Ich hatte es eben in der ersten Halbzeit auch schon mal mit eingebaut. Also ich werde höchstwahrscheinlich eigentlich nur das Pokalspiel jetzt gegen Lautern von zu Hause vloggen. Aber die anderen Heimspiele, die werden wir dann eigentlich für die Doku eher nur begleiten. Also da bin ich dann mit einem Vlog nicht am Start. Dafür ist das Ziel eben, dass ich dann halt schön gepflegt bei sämtlichen Auswärtsspielen mit dabei bin. Einfach weil ich da so die anderen Stadien dann auch noch zeigen kann. So die Kabinen, wie die Stimmung da ist, so das Drumherum. Dass es halt einfach so auch immer diesen Mehrwert hat, dass es dann doch auch immer wieder was Neues ist. Jetzt nur die ganze Zeit immer aus dem Olympiastadion. Da wird es ja dann doch schon irgendwann eintönig, weil man einfach nichts mehr zu zeigen hat. Aber auch das ist alles nicht in Stein gemeißelt. Also falls sich da irgendwas ergeben sollte, geben wir es auf jeden Fall bekannt. Oder im Zweifel seht ihr ja dann auch, wenn denn danach ein Vlog online gekommen ist. Oh, Billy fragt, ob ich glaube, ob wir aufsteigen. Das ist natürlich eine gemeine Frage. Ich hoffe es natürlich sehr. Wie gesagt, ist natürlich ganz schön schwierig. Ist ja auch umkämpft in der zweiten Liga. Da sind viele Mannschaften, die nach oben wollen. Sind auch viele Mannschaften gut drauf, gut eingespielt. Aber auch da nochmal, es gibt eine Statistik, dass es jetzt in den letzten 15 Jahren, nachdem die Relegation wieder eingeführt wurde, dass es da 4 Teams geschafft haben, die auf dem 7. Platz oder schlechter sogar da standen nach der Hinrunde und dann am Ende trotzdem mit aufgestiegen sind. Also Nürnberg hat es geschafft, Paderborn 2-mal und dann eben vor 2 Jahren war das, glaube ich, da hat es Werder Bremen auch geschafft. Da waren sie, glaube ich, auch auf dem 7. nach der Hinrunde, genauso wie wir. Und am Ende sind sie dann eben doch auch mit hochgegangen. Also ich würde es mir absolut wünschen. Finde auch, dass unsere Mannschaft das absolute Potenzial dafür hat. Dass auch die Spielweise dafür spricht. Dass wir uns da auch schon im Vergleich zur Anfangsphase der Saison, wo es ja sowieso auch mit dem Kader noch nicht so ganz übersichtlich war, dass wir uns da eigentlich ziemlich gut gefangen haben. Dass wir da defensiv uns immer besser gefunden haben. Und gerade auch, wenn man diesen Vergleich nochmal hat, in den ersten 3 Spielen hatten wir 0 Punkte, haben nicht ein Tor geschossen. Und zwischenzeitlich lief es dann auf einmal so, dass wir hintereinander weg sogar richtig viele Tore geschossen haben. Es ging Elversberg 5, gegen Greuther Fürth 5. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Eine Woche in Blau-Weiß gibt es an sich so leider nicht mehr, das wollte ich sagen. Aber das führt dann wiederum auch zu Twitch. Also da gibt es eben die Woche in Blau live, wo man das eben alles nicht so aufgenommen hat, sondern man dann einfach so direkt mit dazukommen kann und wir über alles Mögliche rund um Hertha quatschen. Und dann bauen wir das eben so mit ein. Also werden wir gleich mal sehen, wie wir jetzt hier in der zweiten Halbzeit wechseln. Sieht aber erstmal so aus, dass da eher die gleichen Spieler noch mit dabei sind. Aber ansonsten sind natürlich auch so im Trainingslager welche, die vielleicht so ein bisschen angeschlagen sind, dass die jetzt erstmal nicht zum Einsatz kommen, dass sie an sich im Aufbau sind, so wie es bei Ibo Masa ist, weil hier gefragt wird, dass es da einfach jetzt mit so einem Testspiel zu früh kommen würde. Aber dass die sich natürlich immer weiter arbeiten, dass die jetzt viel mehr mit Ball auch machen, dass sie halt vorher ziemlich viel laufen waren, Stabi-Übungen gemacht haben, sich gekräftigt haben. Und dass man dann diese Intensität immer weiter ausbaut, immer ein bisschen hochschraubt. Dass im Training auch immer mehr gemacht werden kann. Oh, Richard, wegen der VODs bei Twitch.
Da setzen wir uns auch noch ran. Also da wollen wir jetzt so die zukünftigen Streams natürlich dann auch eher noch online halten, dass man sich das im Nachhinein nochmal reinziehen kann. Das hatten wir jetzt ja gerade so seit ein paar Monaten, war so diese Testphase, sage ich mal, jetzt im neuen Jahr, wo wir da richtig angreifen, dass wir da einfach viel mehr auf Twitch auch noch machen, viel mehr Talk-Formate mit Spielern oder Verantwortlichen. Und dann bauen wir das Ganze immer weiter aus. Und Big Smoke, vielen Dank für das Kompliment. Das freut mich sehr. So, also, da gehen wir direkt mal in die zweite Halbzeit. Ich gucke hier mal in meinem schlauen Buch nach, ob wir jetzt hier irgendwie Infos haben, ob hier gewechselt wird. Sieht aber tatsächlich erstmal nicht so aus. Fällt mir jetzt hier auch bei der Aufstellung auch nicht auf. Also wir machen einfach direkt mal so weiter. Einzige Änderung, die ich jetzt hier gerade mal so rausnehmen würde, dass sie zwar mit den gleichen Leuten auf dem Feld spielen, aber dass, glaube ich, Kempf und Marton Dade getauscht haben. Dass da Kempfi eher den Mann in der Mitte macht, den Libero. Und dass dann Marton über links kommt. Zu der Frage, warum wir das jetzt hier nur bei YouTube zeigen, das ist am Ende ja dann auch eine rechte Frage. Weil wir uns das ja dann da aufteilen, zusammen mit Mechelen. Und da wird das eben so aufgeteilt, dass wir es halt eben so bei YouTube dann auch besser steuern können, dass da eben auch nur die Leute das Spiel sehen können, die quasi rechtemäßig dafür vorgesehen sind. Bei Twitch kann man das eben nicht so steuern. Und deswegen ist das Ganze eben hier nur auf YouTube zu sehen. Und da der hier beim Einwurf. Kommen auch weit, wenn wir den da gut verlängert kriegen. Hier vielleicht die Möglichkeit. Schade, wird abgefälscht, aber direkt die Ecke hinterher. Das wäre doch mal nicht verkehrt, wenn wir hier direkt kurz nach der Pause ein Tor schießen. Geht sowas auch direkt in den Kopf und dann glaubt man da wieder viel mehr an sich. Also der Rückraum da auch gut besetzt, falls er abgewehrt wird. Kommt nochmal rein. Das macht Pascal Clemens super, haut sich da richtig rein, spielt ihn nochmal raus. Den müsste Marton eigentlich kriegen. Er wird aber dann doch gut abgewehrt, aber können wir jetzt zustellen eigentlich. Also der Einwurf war natürlich sehr stark. Wäre, glaube ich, in jeder Kreisliga abgepfiffen worden, aber gut. Oh, und ja, da natürlich. Danke für den Hinweis. Also Jonjo Kenny hinten rechts ist raus. Der Schienenspieler, dafür Dio der Löwe drin. Genau, habt ihr sehr gut aufgepasst. Das habe ich gar nicht gesehen.
diese Pässe von da hinten kommen einfach absolut gefährlich. Die Flanke. Mechelen bleibt hier auch am Ball. Jetzt der Schuss wird aber abgewehrt. Guter Einsatz hier von Dio, klärt das Ding. Oh genau, ja, gerade eben drüber gesprochen, also es ist so ein rechte Ding, dass wir uns da die Rechte mit Mechelen teilen und das ist dann eben so ausgemacht, dass wir da halt nur das Spiel in bestimmten Bereichen gucken können. Beziehungsweise zeigen können. Gut gespielt. Oh, und der geht auf die Latte. Also auch da wieder eine schöne Kombination hier bei Mechelen. Und dann hier gerade eingeblendet wird. Das ist die Nummer 6, Jannes van Hecke. 21 Jahre alt. Schraubt sich hoch und köpft das Ding auf die Latte. Kommt eigentlich nicht verkehrt, da kommt Haris Tabakovic leider nicht so richtig ran. Den Schrei hört man hier direkt wieder mit nach Berlin. Ich glaube sogar, dass es der gleiche war. Pressing. Vielleicht können wir da gut stören. Die Anspielmöglichkeiten. Ist ja durch Zufall dann bei Previak gelandet, der Ball. Den nimmt Linus Gechter gut mit. Da ist Deo, da kommt die Flanke und da ist auf zwei Flo Niederlechner und der wird aber doch geklärt. Oh, und der Nachschuss. Das wäre dann hier wohl der nächste Anwärter zum Tor des Monats geworden. Gerade in dem Zusammenhang können wir es ja auch direkt nochmal einbauen. Flo Niederlechner mit seinem Fallrückzieher gegen Kaiserslautern ist eben zum Tor des Monats nominiert für Dezember. Also da gerne mal auf die Sportschau-Seite. Und da kann man bis zum 13. noch abstimmen.
dass wir eben Flo da so eine kleine Trophäe gönnen. Denn ich sag mal so, dieser Fahrrückzieher, der war wirklich, der war sahnig. Schickt, macht er zum Glück nicht. Kein Abseits. Oh, und da die Schussmöglichkeit. Geht dann aber weit rüber. Anders sagen, jetzt auch hier in der zweiten Halbzeit gute 10 Minuten gespielt. Da fehlt uns leider offensiv immer noch so ein bisschen diese Kreativität. Dass wir defensiv schon solide stehen, aber dass, wenn wir eben den Ball selber haben, dass wir da noch nicht so richtig wissen, wie wir da vorne durchkommen. Das ist jetzt hier mal gut gespielt. Da ist Flo, der hat ein bisschen Platz, der kann es selber mal probieren, wird abgefälscht. Das merkt man aber bei Andreas Buchalakis auch. Der ist da heute nicht ganz zufrieden mit dem Spiel. Und das hat man hier eben auch gerade gesehen. Das war kein Foul, weil er unbedingt an den Ball rankommen wollte, sondern eher so ein bisschen, Mann, geh doch mal weg, läuft gerade nicht. Aber da unten sehen wir es schon. Die Jungs kommen jetzt gerade vom Warmmachen. Schmeißen sich jetzt da das Trikot rüber. Dann wird es ja schon eher gleich einen größeren Wechsel geben. Flanke sollte es jetzt gerade nicht sein. Jetzt müssen wir hier einfach mal dranbleiben. Und hier auch weiter zustellen. Vielleicht jetzt mal über die Standardsituation wieder. Maton Dardai kann die Bälle auch weit werfen. Vielleicht nicht ganz so weit wie Fabi Rehse, aber könnten zumindest auch gefährlich kommen. Die Großen kommen auch schon mal mit nach vorne. Linus Gechter ist da, Buchalakis ist da. Tabakovic sowieso. Da wird viel rumgezerrt gerade. Sieht man leider bei Linus gerade so ein bisschen diese Unzufriedenheit.
Das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr der Plan, dass die viele Jungs eben ihre 60 Minuten kriegen. Da musst du nur einen Wurf geben. Und da haben wir den Pfiff. Jetzt geht's hier nämlich los. Also Mechelen wechselt auch. Aber nehmt sie mir bitte nicht übel, wenn ich das jetzt nicht auch noch mit aufzähle. Aber wenn wir bei uns jetzt hier mal reingucken, da sehe ich einen Tim Hoffmann, da sehe ich einen Boris Loom, Peter Pekarik. Martin Winkler kommt rein, Nada Jindawi, Toni Rölke, Dale Scherhand. Kapitänsbinde bleibt bei Flo Niederlechner, also Offensiven. Der ist weiterhin mit drauf. Dann gucken wir uns doch gleich mal an, wie die Formation jetzt hier aussieht. Ob wir da bei dieser Dreier- bzw. Fünferkette bleiben. Oder ob wir uns da jetzt dann doch ein bisschen anders positionieren. Das ist Tim Hoffmann. Und mit seinem Profidebüt da schon mal herzlichen Glückwunsch an Boris Loom. 16 Jahre alt, hier mit der 52. Und hier von Paul einfach mal mit reingeworfen. Haben wir jetzt hier auch wirklich eine richtig, richtig junge Truppe. Das ist auch einfach immer noch so meine Philosophie bei solchen Testspielen. Da sehe ich lieber eine Niederlage, damit es in der richtigen Liga ordentlich klappt, als dass man hier im Testspiel den Gegner komplett weghaut und es dafür in der Liga dann halt nicht klappt. Klar, am Ende wäre schön, wenn man insgesamt nur Siege sieht, aber das gibt es eben auch nicht. Jetzt die Aufstellung hier nochmal angucken, zusammengefasst. Marius Gersbeck bleibt im Tor. Dreierkette haben wir jetzt hinten in der Mitte. Toni Rölke, über rechts dann Peter Pekarik, über links Tim Hoffmann. Dann haben wir da zwei Sechser mit Deo Sifuik und Boris Loom. Schienenspieler Martin Winkler und Gustav Christensen. Und
Die Offensiven sind dann eben Daryl Sherrn, Flo Niederlechner und Nader Jindawi. Die es ja gegen Aue eben auch ziemlich gut gemacht haben. Gerade die nicht gespielt, gerade eben beim ersten Tor. Nada holt sich den Ball, nimmt Derry mit. Derry nimmt wieder Nada mit. Nada sieht Flo und Flo macht das Tor. Auch das würde ich mir heute sehr gerne wieder angucken. Da ist Nada. Der kleine Haken davon Martin Winkler und holt hier direkt mal die Ecke raus. Schauen, wie wir da so in der Mitte haben. Unsere Mannschaft jetzt nicht nur jünger, sondern vielleicht auch ein Tick kleiner geworden. Der Ball ist auch noch heiß. Macht Pekarek gut. Das sind die Wege, die genau richtig sind. So müssen wir mal kommen. Ah, wird hier ein bisschen gezogen. Dann leider abgepfiffen. Foul von Deo. Oder was, abseits? Nee, ich glaube, er ist faul. Ich glaube, jetzt hat man es nur so im Anschnitt gesehen. Ich glaube aber, Flo hat hier eine gelbe Karte gerade noch gekriegt, weil er ein bisschen zu sehr gemeckert hat. Oder weil er den Ball auch noch ins Tor geschossen hat. Stört. Jetzt bleibt Michelin aber da dran. Gut gelöst, nicht einfach nur rausgeschlagen. Weil hier auch ordentlich im Ballbesitz bleiben. Gute 20 Minuten noch zu spielen jetzt mit unserer jungen Mannschaft hier, jetzt hier gerade wieder ins Pressing übergeht. Und da kriegen wir sogar auch gut den Ball. Da ist Loom, er spielt ihn rein. Und da, den kriegt Flo leider nicht so richtig. Wurde da vom Gegenspieler noch irritiert. Ich glaube gar nicht mal, dass der groß dran war. Schade, es wäre eine gute Möglichkeit gewesen. Abseits wird jetzt hier gegeben. Yeah.
Aber jetzt hier Test hin oder her. Im letzten Jahr gegen Milonarios. So, da unser Testspiel hatten, da lagen wir auch erst zurück. Da haben uns dann noch zum 2-2 zurückgekämpft. Foul. Und da ist Martin Winkler jetzt mal mit der Möglichkeit. Oh, schießt doch, Junge. Da hat er ihn doch eigentlich schon auf dem linken Fuß. Kann ihn im Zweifel auch einfach mal im kurzen Eck da reinjagen. Aber da wollte er sich dann zu perfekt hinlegen. Schade. Also wird hier eben nicht gepfiffen. Gedanke. Ja, das machen die Jungen da ziemlich stark. Tim Hoffmann hier bleibt hier am Ball. Und auch Boris Lung, da der 16-Jährige in der Mitte, der macht das eigentlich ziemlich gut. Bietet sich sehr viel an, will den Ball haben. Schade, wenn der da durchkommt. Auch hier holen wir uns direkt den Ball wieder. Also wir sind jetzt ein bisschen feuriger unterwegs. Pekka macht da die Meter. Das ist Gustav Christensen. Der jetzt gegen zwei. Schnell. Schönes Duell hier mal. Auch hier geht's weiter. Oh, und da gibt's die rote Karte. Oh, was ist denn da los? Da wurde wohl von draußen zu sehr gemeckert. So, das. Ich glaube, das ist dann auch der Trainer. Das ist eben Besnik Hasi. Einfach mal die rote Karte kriegt und jetzt hier den Platz verlassen muss im Testspiel. Na gut. Ich kann verstehen, dass er da jetzt nicht so ganz mit der Entscheidung zufrieden war, dass da einfach weitergespielt wurde, dass es eben kein Foul von Martin gewertet wurde. Aber dann muss ja doch schon irgendwas passiert sein, dass er was so Hässliches gesagt hat, dass er einfach mal die rote Karte kriegt. Ich finde jetzt aber auch ehrlich gesagt, dass so das Spiel es jetzt auch nicht unbedingt hergibt. Also es war jetzt nicht irgendwie unfair oder bösartig hier zwischendurch. Klar gibt es immer mal so ein paar härtere Zweikämpfe auch, aber es gehört ja dazu. Ist ja ein Kontaktsport.
Toni Rölke, auch so ein absoluter Allrounder. Letzte Saison sein Debüt gefeiert gegen Wolfsburg. Hat er offensiv gespielt. Hat er in ein paar anderen Testspielen auch schon mal den Außenverteidiger gespielt. Jetzt ist er hinten der Libero. Sechser kann er, glaube ich, auch. Also der kann wirklich überall spielen. Guter Einsatz. Oh, das... Und jetzt kriegt hier Deo auch einfach mal gelb-rot. Oder nur rot, habe ich jetzt auch nicht so richtig erkannt. Irgendwie ein ganz, ganz komisches Spiel gerade. Also ich finde, es war eigentlich eine normale Grätsche. Bild mir ein, dass er da den Ball getroffen hat. Aber dass er jetzt hier in dem Testspiel direkt auch nach dem Trainer, der die rote gekriegt hat, dass jetzt hier Deo auch die gelb-rote kriegt. Das ist mir persönlich jetzt ein bisschen viel. Ja, zweite gelbe, okay. Dann scheint die auch vorhin bei der Aktion, als Flo dieses Abseitstor da geschossen hat oder nach dem Foul oder was das auch immer war, dass gar nicht Flo, sondern da Deo anscheinend schon die gelbe Karte gekriegt hat, weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wann er eigentlich die erste gelbe Karte gekriegt hat. Da geht er. Na gut, das muss der Abschluss geben. Ja, gut gesehen. Richtig sehe, wird jetzt Nader vielleicht auch so ein bisschen zurückgezogen, dass er da eher den anderen zentralen Mittelfeldspieler, neben Boris Lu, macht. Dass wir da diese Lücke füllen, dass da der 16-Jährige eben nicht halt komplett alleine da auf der 6 hin und her rennen muss. Oh nein, also wenn, weil ich hier gerade die Frage lese, ob das Konsequenzen für die Liga hat. Also das sollte nicht passieren. Sich hier Nada auch wieder gut an. Das hat er gegen Aue eigentlich auch schon gut gemacht, dass er da viel den Ball haben wollte, viel die Bälle auch gut verteilt hat. Ja, gut rausgespielt. Jetzt müssen wir hier mal die Lücken so ein bisschen nutzen als Martin Winkler. Oh, der setzt sich gut durch. Schade, so dieser letzte Ball, der fehlt aktuell noch. Auch hier gut gespielt, das ist kein Foul. Jetzt vielleicht einfach mal so wenigstens diesen Anschlusstreffer erzwingen. Damit die mitgereisten Fans da wenigstens auch nochmal was zu jubeln haben. Da sind ja nämlich einige mit dabei, wenn man sich da gerade auch mal die ganzen Banner anguckt.
sind sehr, sehr viele Hertha-Fans. Ja, und der Ball von Loom hier geht ein bisschen zu weit, schade. Aber gute 10 Minuten haben wir ja noch, dass wir hier vielleicht auch doch noch irgendwie ein Tor bejubeln können für uns. Hat auch direktes Lob gekriegt hier. Der von Flo vielleicht gehört. Tim Hoffmann. Das ist eben der Hoffi, der es hier gerade gut gemacht hat. Sehr kurz der Pfiff wieder vom Schiedsrichter. Kriegt wieder jemand eine rote. Nee, gewechselt wird. Na gut. Tana Japan, sehr gute Frage. Wir ziehen die Woche in Blau Live einfach mal jetzt auf den Donnerstag schon. Also quasi auf morgen, da so 12 Uhr ungefähr. Und dann werden wir da schön ein bisschen hier über das Spiel sprechen, über andere Themen, die sonst noch so anstehen, die euch interessieren. Und dann kommt so ab 12.30 Uhr ungefähr, so ist der Plan, da kommt dann Benze Dardai mit dazu. Also könnt ihr schon wieder ein bisschen recherchieren, ein paar Fragen euch überlegen. Dann gibt es morgen den Talk mit Benze Dardai bei uns auf Twitch, auf dem Hertha BSC-Kanal. Er knallt jetzt hier irgendwie schon ein bisschen mehr. Hier viel rumgezerrt. Das Spiel gegen die Rangers ist am Samstag. Also auch da könnt ihr dann direkt hier rüber. Der Stream dafür ist auch schon angelegt. Da könnt ihr euch ja dann einstellen, dass ihr eine Benachrichtigung kriegt, eine Erinnerung kriegt. Damit ihr es eben auch nicht verpasst. Samstag 16 Uhr. Der Stream eben auch aus dem Trainingslager. Das Spiel gegen die Rangers. Die Generalprobe von unserem Rückrundenstart. Dann bin ich mal gespannt, wie wir das da angehen. Ich denke mal, die Rangers sind doch auch noch mal ein anderes Kaliber hier als Mechelen. Mechelen, wie gesagt, viermal belgischer Meister geworden. Ist aktuell gerade Zehnter in der ersten belgischen Liga. Die Rangers haben natürlich auch eine Riesentradition. Zweitmeisten Titel hinter Celtic in der schottischen Liga. Derry hier mal als hinten an den Ball habt, das ist wie ein Nada. Spiel mal schnell. Ah, das gefällt mir gut bei Loom, der denn da diese Körpertäuschung immer mal einbaut, der erst in die eine Richtung startet und dann doch in die andere geht. Einfach um sich so ein bisschen Freiräume zu verschaffen. Genauso muss es sein.
dass man eben nicht einfach nur so den Ball fordert, sondern dass man da sich schon irgendwie so ein bisschen den Platz verschafft. Die Schnelligkeit vielleicht mal ausnutzen, wenn er da vorbeikommt. Er hat auch leider nicht so richtig die Anspielstation. Also der gefällt mir richtig gut, der spielt hier sehr, sehr auffällig. Wir auch hier direkt den Ball wieder haben. Also der macht hier einen guten Eindruck. Martin Winkler jetzt über links, hat er eben so diese eine gute Möglichkeit. Oh, der Ball ist nicht schlecht, oh, der kommt nicht ran und... Ah, dann geht der leider rüber. Ah, schade, das war doch mal eine gute Möglichkeit hier nochmal. Martin Winkler mit der Flanke. Der Schern kommt da nicht ganz ran. Dann habe ich es nicht ganz gesehen, ob es da Christensen war, der den Ball leider nicht so richtig da im Tor unterkriegt. Einfach mal den eigenen Innenverteidiger umhauen. Also um das hier jetzt so langsam zusammenzufassen, so gute 2-3 Minuten vor Schluss. Schön war das Spiel hier leider nicht. Aber ich denke mal, die Verantwortlichen werden da ihre Lehren draus ziehen. Werden analysieren, was jetzt irgendwie vielleicht denn doch gut geklappt hat, was alles auch nicht so gut geklappt hat. Dafür ist ja so ein Test da. Ich persönlich würde einfach mal sagen, dass wirklich Boris Luhm hier, der 16-Jährige im defensiven Mittelfeld mit der 52, dass der da einen richtig guten Job gemacht hat, dafür, dass es sein erstes Profispiel ist. Spielt normalerweise eigentlich in der U17. Hat auch schon mal einmal U19 jetzt in der Saison gespielt, aber ansonsten ist er eigentlich wirklich eher in der B-Jugend unterwegs. So mal sehen, wie das jetzt hier mit der Formation so weitergeht. Snader holt hier nochmal den Freistoß. Und schießt er wahrscheinlich auch direkt selbst. Minute, vielleicht kriegen wir jetzt hier noch den Ehrentreffer hin. Ja, kommt gut. Na, schade. Freistoß kam eigentlich genau richtig. Schön mit Schnitt, schön mit Tempo. Aber den Kopfball kriegen wir nicht richtig hin. Oder wird auch viel gezerrt, aber er wäre trotzdem auch für Derry ein bisschen zu lang gewesen. Nicht, dass jetzt hier der Schiedsrichter groß was draufpackt. Deswegen wird hier auch gleich Feierabend sein. Ja.
sind nochmal gut nachgegangen. Aber muss man eben auch dazu sagen, so wie das Spiel hier heute verlaufen ist, so ein Tor hätten wir uns ehrlich gesagt jetzt nicht so richtig verdient. Da hat dann leider doch ein bisschen zu viel gefehlt. Das hat Mechelen dann einfach zu gut gemacht. Oh, Abseits wird jetzt hier gegeben. Darauf der Blick auf die Uhr. Wahrscheinlich hier durch die zahlreichen roten Karten noch ein bisschen was draufgelegt. Oh, und da jetzt der Fehler hier nochmal. Der Nachschuss und dann tatsächlich das 13:0 jetzt hier noch mit dem Schluss für Mechelen. Den haben wir uns dann selber hinten auch reingelegt. Aber ja, wie gesagt, sei es drum. Wir lernen daraus, ein schönes Spiel war es nicht. Hier wird jetzt noch 2:0 angezeigt. Glaube aber, dass es jetzt eigentlich das 3:0 noch war. Das wird analysiert, das wird fleißig geackert hier im Trainingslager dann in Spanien. Und dann geht es eben, wie schon gesagt, Samstag um 16 Uhr gegen die Glasgow Rangers. Für Mechelen geht es ja dann auch bald weiter in der Saison. Wie gesagt, die sind aktuell gerade 10. da in der ersten belgischen Liga. Haben sie heute gut gemacht. Und wir, wie gesagt, wir lernen jetzt daraus, damit wir dann lieber so ein Testspiel hier verlieren, als dass wir dann am Sonntag in einer Woche gegen Düsseldorf zu Hause verlieren, wo ich euch alle sehr, sehr gerne im Stadion sehe. Und abschließend kann ich nur noch mal sagen, guckt gerne morgen bei Twitch mit rein. Wenn ihr es jetzt hier auch auf YouTube noch nicht getan habt, gerne, sehr, sehr gerne unseren Kanal abonnieren. Haben ja da die 100.000 zusammen schon geschafft. Da auch noch mal vielen, vielen Dank, liebe Hertha-Fans. Da freuen wir uns wirklich sehr. Man munkelt, dass der YouTube-Button da jetzt auch schon mittlerweile angekommen ist. Den packen wir aber erst aus, wenn alle Hertha-TV-Kollegen auch wieder mit da sind. Ah ja, jetzt wurde es ja auch angepasst. Genau, also 3:0 für Mechelen heute. Vielen Dank fürs Reingucken, liebe Hertha-Fans. Bis zum nächsten Mal, Samstag dann gegen die Glasgow Rangers. Habt noch einen schönen Mittwochabend. Packt euch warm ein, wenn ihr nochmal irgendwie raus müsst. Ist kalt. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Also, hau he, macht's gut, euer Dennis. Ciao, ciao.